Der Steinpilz wird sehr viel und sehr gerne gesammelt. Doch wie sieht es eigentlich mit der radioaktiven Belastung dieser Steinpilze aus? Und deswegen möchten wir in unserem heutigen Video Steinpilze sammeln und sie dann auf Radioaktivität testen lassen. Diese wachsen in der Regel immer ein paar bestimmte Wochen im Jahr. Jung, frisch, knackig. Daneben noch einer, dahinter wieder einer. Wir benötigen mindestens 300 Gramm, damit eine Messung möglich wird. Munter weiter, noch immer im selben Gebiet. Ein ganz junger. Und schon wieder einer. Wahnsinnig jung. Unter diesen kleinen Buchen, quasi als Nachbar, direkt noch einer. Also so tolle Steinpilze. Und hier vorne geht es weiter. Unter diesem Ast kämpft sich einer hervor. Oberhalb noch einer. Und ein weiterer hier unten. Das ist jetzt allmählich die letzte Stelle. Dann gehe ich nach Hause. So, damit wir sie einsenden können, müssen wir die Pilze zerkleinern. Zuvor habe ich sie noch ein bisschen gesäubert. Ich schneide hier einfach mal solche Stückchen. Ja, das Ganze ist klein geschnippelt, jetzt sind solche Würfelchen. Ich denke, das passt einigermaßen. So sieht das Ganze dann aus, wenn es vakuumiert ist. Das Messergebnis der eingesendeten Steinpilze ist endlich angekommen. Während eine Messung in einem Ort von uns nur 10 Kilometer entfernt 421 Becquerel Cäsium 137 pro Kilogramm zeigte, haben die von uns eingesendeten nur 100. Die EU-Grenzwerte betragen 370 Becquerel je Kilogramm für Milch, Milchprodukte und Säuglingsnahrung und 600 Becquerel je Kilogramm für alle anderen Lebensmittel. Laut Angaben auf den Seiten des Umweltinstituts Münchens und der Deutschen Gesellschaft für Mykologie fordern unabhängige Strahlenbiologen, Wissenschaftler und Ärzte deutlich niedrigere Grenzwerte, nämlich nur 30 bis 50 Becquerel je Kilogramm für gesunde Erwachsene und sogar noch niedrigere Grenzwerte für stillende Mütter und Säuglingsnahrung. Der Grund hierfür ist, dass die aktuell geltenden EU-Grenzwerte nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl festgelegt wurden, um die Einfuhr von stark kontaminierten Lebensmitteln aus den osteuropäischen Ländern zu verhindern. Die Festlegung dieser Grenzwerte ist aber relativ willkürlich, da es keine Grenzwerte gibt, ab denen radioaktive Strahlung keine schädigenden Effekte mehr hat. Jetzt macht es natürlich Sinn, den Blick so ein bisschen in den Bereich der Lebensmittel zu werfen, wie es da tendenziell so aussieht, damit man also ein bisschen einen Vergleich bekommt. Hier findet sich im Netz wieder einiges, beispielsweise ein Bericht des Bundestags von 2018 zur Strahlenbelastung bestimmter Lebensmittel. Und wenn wir uns da mal die Cäsium 137 Werte ansehen, da sehen wir sehr, sehr niedrige Mittelwerte. Oder dann hier in dieser Tabelle, da finden wir zum Beispiel etwas zu Milch. Und daraus lässt sich direkt erkennen, dass die landwirtschaftlichen Produkte nur sehr gering belastet sind. Und der Grund, warum hier die Werte so niedrig sind, das liegt wiederum daran, dass die landwirtschaftlichen Böden einfach die ganz normalen Felder eine andersartige Bodenstruktur haben als so ein Wald, der sehr organisch ist. Da liegen viele Äste, viele Blätter. Damit also sind die Steinpilze wesentlich höher belastet als die landwirtschaftlichen Nahrungsmittel. Ein Grund zur Panik ist das aber nicht, denn auch in anderen Lebensbereichen ist man signifikant höheren Strahlenbelastungen ausgesetzt, was viele Personen aber gar nicht auf dem Schirm haben. So gibt es beispielsweise den Vergleich eines Experten des Max-Rubner-Instituts, dass ein Verzehr von 10 Kilogramm Waldbeeren das Jahr über hinweg mit einer radioaktiven Belastung von 300 Becquerel je Kilogramm zu einer äquivalenten Strahlendosis von ungefähr 10 Mikrosievert führt. Das wären 0,01 Millisievert. Im Vergleich dazu soll ein Flug von Frankfurt nach La Palma zu einer äquivalenten Strahlendosis von 10 bis 18 Mikrosievert, das heißt von 0,01 bis 0,018 Millisievert führen. Laut Bundesamt für Strahlenschutz beträgt die Strahlenbelastung durch die Ernährung in Deutschland im Mittel ungefähr 0,3 Millisievert pro Jahr. Das heißt, wenn wir diese 10 Kilogramm Waldbeeren mit ungefähr 300 Becquerel je Kilogramm Belastung das Jahr über verzehren, dann entspricht dies einer Strahlendosis in Höhe von ungefähr 3,3% von der Strahlendosis, die wir mit der Ernährung das ganze Jahr über aufnehmen. Auf einer anderen Seite im Netz wiederum heißt es halbwegs vergleichbar, dass der Verzehr von einem Kilogramm Wildschweinfleisch mit einer Belastung von 3000 Becquerel je Kilogramm zu einer ungefähren Äquivalenzdosis von 0,04 Millisievert führt. Allgemein ist Wildschweinfleisch relativ stark belastet, vor allem auch hier bei uns in Bayern, was mitunter daran liegt, dass Wildschweine den sogenannten Hirschtrüffel fressen, der im Boden ist
und ungefähr das 10-fache an Cäsium aufnimmt als andere Pilzarten. Und auch da gibt es eine Karte des Umweltinstituts Münchens, auf denen man die Messwerte von Wildschweinfleisch einsehen kann. Und da sind wirklich sehr viele dabei, die sehr hohe Werte haben, wirklich auch im Bereich von 3000 Becquerel je Kilogramm und stellenweise sogar noch mehr. Von derart hohen Werten sind die Pilze in meiner Region jedoch weit entfernt. Die nun eingeblendete Tabelle zeigt die ganzen bisherigen Messungen, die ich von Pilzen bei mir in der Region erstellen ließ. Allgemein sieht es hier wenig dramatisch aus und die Trends aus der Literatur, wie beispielsweise unterschiedlich hohe Belastungen in Abhängigkeit der Pilzart oder höhere Belastungen vor allem bei Semmelstoppelpilzen und Trompetenpfifferlingen, bestätigen sich. Unbedingt zu beachten gilt, dass meine Messwerte nicht stellvertretend für Deutschland oder Bayern stehen. Die nun eingeblendete Karte zeigt die Verteilung des radioaktiven Fallouts nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Wie sich gut erkennen lässt, war diese Verteilung stark unterschiedlich. Demzufolge ist auch die radioaktive Belastung von Pilzfruchtkörpern stark regionabhängig und kann sich bereits zwischen einzelnen Landkreisen unterscheiden. Um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie es speziell bei euch mit der Belastung aussieht, empfiehlt sich auch ein Blick auf die interaktive Karte des Umweltinstituts München. Auf dieser Karte werden nämlich sämtliche Messergebnisse zu Pilzen bezüglich der Belastung mit Cäsium-137 in Abhängigkeit ihres Fundorts aufgelistet. Da könnt ihr oben einfach eure Postleitzahl eingeben und dann werden euch in eurer Umgebung alle Pilze angezeigt, die gemessen wurden mit Pilzart, Belastung. Abschließend noch ganz interessant zu erwähnen ist, dass die Verteilung dieser Cäsiumnuklide in den Pilzfruchtkörpern nicht überall gleich ist, sondern die Hüte tendenziell höher belastet sind als die Stiele. Röhren bzw. Lamellen und Hutfleisch hingegen scheinen sich nicht allzu stark in der Belastung zu unterscheiden. Im Bereich der Schwermetalle wiederum sind die Röhren bzw. Lamellen in der Regel am stärksten belastet, danach folgt dann das Hutfleisch und erst dann der Stiel. Wer sich also entsprechend ein paar Informationen über seine Sammelgebiete einholt, beispielsweise über die interaktive Karte des Umweltinstituts oder auch über die Karte mit dem radioaktiven Fallout, der kann in der Regel bedenkenlos auf die Suche gehen. Und dementsprechend wünsche ich euch viel Erfolg und Spaß bei euren weiteren Pilztouren.